Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Ich darf Sie wieder begrüßen zu unserem Steiermark-Magazin auf Kanal 3. Sage danke, dass Sie wieder mit dabei sind und unser Programm so eifrig mitverfolgen. Ihr Hirschhorn ist ein ganz besonderes Material. Daraus kann man unzählige Dinge herstellen, wie zum Beispiel Messergriffe, Knöpfe oder, wenn man besonders gut ist, auch dreidimensionale Objekte herausschnitzen. Wie dieses Hirschhorn genau verarbeitet wird, das wollten wir für unser Thema der Woche genau wissen und waren deshalb bei einem Hirschhornschnitzer in seiner Werkstatt. Wenn Gerhard Schöckl in seine Werkstatt geht, findet er neben Holz vor allem eines in rauen Mengen, Hirschhorn. Ein Material, das sich vor allem durch seine Härte und Zähigkeit auszeichnet. Der meisterhafte Hirschhornschnitzer aus Neuberg an der Mürz hat sich durch seine herausragenden Fähigkeiten und seine Leidenschaft für die Kunst des Hirschhornschnitzens einen Namen gemacht. Diese traditionelle Handwerkskunst, die Hirschgeweihe und Hörner in kunstvolle und dekorative Gegenstände verwandelt, erfordert viel Geschick, Geduld und ein tiefes Verständnis für das Material. Zu der ganzen Hirschhornschnitzerei bin ich gekommen und schon von Schule gegangen. Mein Vater und mein Onkel waren Jäger und da haben sie mich als Bub schon immer mitgenommen. Und die zwei haben selber das ein bisschen gemacht, aber natürlich nicht so intensiv, wie ich heute betreibe. Und da haben sie halt gesagt, nicht, das war was für mich und ich soll das selber mal probieren. Und da habe ich schon als Bub und Schule gegangen, was ich wie viele Sachen geschnitzt als Hirschhorn. Weil das, damals war das Material zur Genüge vorhanden. Der Onkel hat mich da immer bedient damit und so ist halt mein Werdegang mit der Schnitzerei immer mehr geworden. Schöckls Arbeiten umfassen filigrane Messergriffe, exquisite Schmuckstücke und detailreiche Skulpturen, die oft von der Natur und der reichen österreichischen Kultur inspiriert sind. Jedes seiner Werke ist ein Unikat, das durch Sorgfalt und Präzision besticht. Seine Kunstfertigkeit zeigt sich in den fein gearbeiteten Details und der Ästhetik seiner Kreationen. Ja, da mache ich dann eben die verschiedensten Knöpfe, die was dann auch für die Knochenspitze, also für die Endenspitze, auch mit einer Schnitzerei versehen werden. Dann eben die klassischen Rockknöpfe bis zu die Hemdknöpfe, die sind dann teilweise nur 8 mm, das ist ein Fingerspitzengefühl. Und halt dann auch die Hirschhornrosen, die was ich dreidimensional schnitze, das ist richtig, so wie das Tier lebt, so muss das ausschauen, auch wenn es noch so klein ist. Und dann halt auch für die Rehkrickerler. Das ist ja gleiches knöchernes Material, mache ich dann noch so, weil ich Bordbinden auch tue, so Gamsbordhülsen und für den Hirschbordhülsen und das wird halt alles draus gemacht aus der Geweih. Der Prozess des Hirschhornschnitzens gliedert sich in mehrere Arbeitsschritte. Ganz am Beginn steht natürlich die Wahl des richtigen Materials bzw. Geweihs, denn auch hier gibt es Unterschiede von Hirsch zu Hirsch. Ja, da habe ich mein Material, da habe ich Kisten da und auch verschiedene Geweih liegen. Da suche ich mir ein richtiges aus einmal. Ich meine, du kannst von außen nicht immer sagen, wie das ausschaut. Da muss ich dann reinschneiden. Das Erste, was ich mir oberschneide, ist die Hirschhornrosen. Und da sehe ich dann schon, aha, das ist ja schon ein paar nichts Geweih. Da kann ich die Rosen schnitzen, das tue ich mir dann einmal auf die Seiten. Und dann schaue ich halt, was ich aus deinem Geweih noch einmal machen kann. Nicht? Und so ein bisschen das halt sukzessive von A bis Z haben. Der nächste Schritt ist dann, wenn ich jetzt Rosen schnitzen will, muss ich einmal, wo der Hirsch, was sich vom Haupt trennt, das stirbt dann an, das ist ganz rau. Das muss ich dann mit dem, da habe ich dann einen Dremelfräser, da tue ich dann mit dem Fräser ganz fein anschleifen. Und je nachdem, was ich daraus mache, wenn ich da so eine dreidimensionale Rosen mache mit einem Wildschwein oder einem Hirsch oder sonst irgendwas. Zeichnen muss man kennen, dann zeichne ich mir das auf. Der Hintergrund mit Barmer oder mit Gewächse, was da so sind, das ist nicht so genau, das tue ich frei nach Schnauze machen. Bei den Viecher ist natürlich, ob das jetzt ein Hirsch ist oder ein Gams oder was, das muss genau stimmen, von Licht her, von Lauscher her, von Eser her, weil wenn das nichts gleich schaut, dann ist das ganze Viech verhaut. Ne? Dann tue ich mit einem Bohrer, mit einem feinen Bohrer, dass ich so, das ist ein Millimeter, tue ich Löcher bohren und da fadel ich dann meine Laubsägel ein und dann werden sukzessive, ganz bedacht, werden dann die einzelnen Teile ausgeschnitten, dass nur mehr das, was das Tier oder der Hintergrund, der Baum oder der Stock oder eine Wurzel überbleibt. Nicht? Und dann gehe ich her mit dem Zahnarztbohrer, mit verschiedenen Größen, tue ich dann richtig, wie er halt sonst mit dem Schnitzmesser Holz, tue ich da das Bohr dann fräsen. Zum Schluss gehe ich her und tue das mit einem Messingbürstchen, mit einem kleinen Arbeitermann-Dremel, ein bisschen polieren. Und eigentlich, das ist dann der finale Schnitt gewesen. Die kunstvollen Objekte, die er aus Hirschhorn schafft, sind ein Zeugnis der traditionsreichen österreichischen Handwerkskunst und erfreuen sich großer Beliebtheit.
Sie zeigen uns eindrucksvoll, wie lebendig und relevant traditionelles Handwerk auch heute noch sein kann. Seine Werke sind nicht nur dekorative Gegenstände, sondern auch kulturelle Erbstücke, die die Verbindung zur Natur und zur Geschichte Österreichs bewahren und weitertragen. Wer demnächst durch Knittelfeld spazieren geht, der kann leicht auf Jubel und Emotionen stoßen, denn für Fußballfans wird der Hauptplatz wieder zum Wohnzimmer. Fußballherzen schlagen wieder höher, denn es ist EM-Zeit. Die Fußball-Europameisterschaft der Herden hat begonnen und damit auch das Public Viewing am Knittelfelder Hauptplatz. Niemanden soll das Mitfiebern verwehrt bleiben, weshalb den Hauptplatz nun wieder ein großer LED-Screen schmückt. Ja, in Knittelfeld haben wir fürs Public Viewing schon, würde ich sagen, ein bisschen Tradition. Wir machen das, glaube ich, schon zum sechsten Mal. Wir waren zwischen im Stadion, waren im Kulturhaus, aber am besten ist es da am Hauptplatz in unserem Wohnzimmer der Stadt. Es ist eine Innenstadtbelebung, es tut sich was in der Stadt und es soll es sein. Und gemeinsam Fußball schauen macht viel mehr Spaß wie allein. Der Harry Bergmann, der Bürgermeister von Knittelfeld, hat mich eingeladen und gesagt, schauen wir uns zusammen dieses wichtige Fußballmatch an. Er, ehemaliger Fußballer, ich, jahrzehntelang Obmann von Fußballverein, das vereint uns unter anderem und daher freue ich mich heute hier in Knittelfeld zu sein. Die Halbzeit zu überbrücken helfen nicht nur die regionalen Wirte, sondern auch die Einet GmbH mit einem Gewinnspiel. Um zu gewinnen, braucht es nur ein bisschen Glück beim Fangen und Know-how rund um den Fußball. Diesmal unter den Preisen ein offizieller Fußball der Europameisterschaft 2024. Ja, grundsätzlich übertragen wir alle Spiele an allen. Ich glaube, es sind 22 Spieltage, 51 Spiele. Aber wir haben da Geschichtliches in Knittelfeld. Am Nachmittag, am Abend haben wir die Klangwolke im Rahmen einer Veranstaltung, im Rahmen der Storiate Steiermark. Wir haben da Open Air Kino und vieles weiteres. Also wirklich ein sehr buntes Rahmenprogramm, damit auch an den spielfreien Tagen was los ist. Mit einem 3:1 für Österreich ging das heutige Spiel zu Ende. Wer gespannt ist auf die weiteren Ergebnisse, kann in Knittelfeld gemeinsam mit anderen Fußballfans bei den nächsten Spielen live mitfiebern. Ja, Energiewende, diesen Begriff hört man öfter, aber was steckt eigentlich dahinter? Beim langen Tag der Energie des Landes Steiermark boten Energieschauplätze die Möglichkeit, erneuerbare Energien hautnah zu erleben und sich über die Energiegewinnung in der Steiermark zu informieren. Wind, Wasser, Solar. Es gibt eine Reihe von Technologien, um Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu erzeugen. Sie alle helfen, die Haushalte in der Steiermark mit Energie zu versorgen, weshalb ihnen ein ganzer Tag gewidmet wurde. Der lange Tag der Energie. Ja, ich bin mit großer Freude erfüllt, weil an diesem Tag wieder 111 Energieschauplätze in der Steiermark die Türen und Tore öffnen, um zu zeigen, wie wir erneuerbare Energie gewinnen, wie wir sie transportieren, wie wir sie speichern und wie wir sie auch in die Unternehmen einfließen lassen, damit sich das Rad dreht. Und es ist mir deswegen wichtig, weil wir in unserer Fachsprache immer von der Energiewende, von der Transformation der Energiesysteme sprechen und dieser Tag eigentlich den Steirern und Steirerinnen begreifbar macht, was das ist. Einige dieser Schauplätze wurden von den Stadtwerken Junburg betreut. Ja, der lange Tag der Energie ist die Chance für unsere ganze Bevölkerung, für alle unsere Kunden, Energieerzeugung hautnah zu erleben. Hier an der Mur, an unserem 120 Jahre alten Wasserkraftwerk, das letzte Mal übrigens. Im Herbst geht es ja los mit dem Umbau und Neubau. Wir bieten Fahrten an zu unserem Photovoltaikpark, also Sonnenenergie, ja, Region, die Region der Energie, hätte ich gesagt. Die Stadtwerke, die Stadtgemeinde Judenburg hat Gott sei Dank die Stadtwerke Judenburg, die ein Energieversorger sind, der sich exzellent um die Nachhaltigkeit kümmert. Wir haben ein Windkraftwerk, mehrere PV-Anlagen und bekommen jetzt ein neues Wasserkraftwerk. Also steht ganz bei uns die Energieversorgung und Gewinnung im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ein Blick in die Vergangenheit zeigte, welche Meilensteine in der Energiegewinnung schon überwunden wurden und Informationsangebote veranschaulichten, wie nachhaltig mit Blick auf zukünftige Generationen die Energieversorgung gesichert werden kann. Wenn wir da vielleicht einen Blick hinwerfen, wir haben da Photovoltaikmodule verbaut, die in der Zelle aus Sonnenenergie, ähnlich wie Photosynthese,
elektrischen Strom erzeugen. Dieser elektrische Strom fließt dann im als Gleichstrom, und die Zusammenschaltung der einzelnen Zellen ermöglicht es dann, mehr Energie zu erzeugen, die dann über den Wechselrichter von Gleichspannung auf Wechselspannung umgewandelt wird. Wir benötigen eben die Wechselspannung für unsere elektrischen Geräte, Haushaltsgeräte, und der Abtransport von der elektrischen Energie hier von der Photovoltaikanlage erfolgt dann über die Trafostation, die bei uns im Netzgebiet eingebunden ist. Mit Blick auf das Klima ist die Steiermark bemüht, einen nachhaltigen Energiemix zu finden, damit sie sich noch lange das grüne Herz Österreichs nennen kann und hell erstrahlt. Unser Eventscout hat in Tracht unter Bäumen und mit einem festen Bieranstich stattgefunden. Der Oberland-Lackiertag war wie immer ein beliebtes Fest für Groß und Klein. Die Highlights davon haben wir für Sie jetzt. Ja, alle Jahre wieder treffen wir uns im Stadtpark Knittelfeld und dieses Mal schon zum 19. Oberland-Lackiertag. So vielfältig wie die Dirndl und die Lederhosen wird auch das Rahmenprogramm sein, und der erste Punkt ist da der offizielle Bieranstich. Und damit wir dorthin kommen, müssen wir da reingehen. Grüß Gott und ein herzliches Gesund einmal von den Oberlandler. In meinem Fall darf der Großbauer sein von dem Verein. Das freut uns sehr, dass wir heute da so ein volles Programm und so ein tolles Wetter im Stadtpark von Knittelfeld haben. Wir haben sehr viel vorbereitet für Groß und Klein. Ich fange mal bei den Kleinen an. Da starten wir heuer mal mit einem Kinderkarussell. Wir haben Alpakas hier zum Streicheln, zum Filzen. Wir haben ein Eis, wenn es dann sehr heiß wird, weil wir haben sehr viel Sonne bestellt. Und natürlich für die Erwachsenen haben wir sehr gute Kulinarik. Wir haben die besten Weine aus der Steiermark ausgesucht und mehrere Musikgruppen, die uns den ganzen Tag über begleiten werden und für gute Stimmung sorgen. Ja, der Oberland-Lackiertag ist insgesamt ein Highlight, ist, glaube ich, ein Highlight im Veranstaltungsjahr in Knittelfeld, im Stadtpark. Das ist immer besonders schön hier, und wenn das Wetter auch noch passt, ist natürlich noch besser. Und dass das Ganze einem wohltätigen Zweck zugute kommt, die ganzen Einnahmen, setzt dem Ganzen die Krone auf. Also ein wunderschöner Tag. Danke den Oberlandern, dass sie das machen jedes Jahr. Was wünschst du denn allen Besucherinnen und Besuchern, die heute kommen? Viel Spaß, gemeinsame Zeit. Eine gute Zeit im Stadtpark Knittelfeld, ein bisschen die Tracht ausführen. Ich glaube, das ist heute das Motto, und es wird Spaß machen, und ich freue mich schon. Ja, bravo! Nach einem bunten Rahmenprogramm und noch bunterer Tracht verabschieden wir uns vom Eventscout der Woche und einer ganz großen Portion Liebe und Herzlichkeit. Ja, wieder ein spannendes Interview der Woche, das wir geführt haben. Diesmal sprechen wir mit Ingrid Kuhn über die Bienenstock-Lufttherapie. Ja, dass Bienenwachs oder auch Honig äußerst gesund sein soll, das ist bereits allen bekannt. Doch dass auch die Bienenstockluft äußerste Heileffekte haben soll, das ist noch nicht so ganz geläufig. Und um darüber mehr zu erfahren, habe ich heute eine Expertin eingeladen, nämlich Frau Ingrid Kuhn. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Ja, wir sind heute in St. Marein bei Knittelfeld, oder? Ja. In deinem Therapiezentrum, kann man das so nennen? Therapiestation, ja. Es ist das Apiarium, ist eine Bienenstockluft-Therapie.
Und wie lange gibt es euch jetzt? Weil das schaut sehr neu aus, ja, noch. Ja, also mich gibt es seit dem letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr im Mai eröffnet. Die Saison läuft dann bis Ende September. Solange wie die Bienen fliegen, solange hat die Bienenstockluft die Qualität, die sie haben soll, dass man eine Therapiestation daraus machen kann. Heuer ist jetzt das zweite Jahr. Ich sage, ich bin die dritte Therapiestation in Österreich. Es gibt noch eine in Steyr in Oberösterreich und eine in Mautendorf unterm Katschberg. Ich bin jetzt die dritte. Wir drei arbeiten zusammen, haben alle drei das gleiche Konzept und die medizinische Abzugshaube, die in Deutschland entwickelt worden ist und 2018 als Medizinprodukt zugelassen worden ist. Und du hast mir vorher erzählt, das war eine rechnerische Sache, hier dieses Gebäude aufzustellen, oder? Damit das Ganze schwingungsfrei ist für die Bienen. Ja, es geht natürlich so. Uns ist natürlich das Wohl der Bienen das Wichtigste, weil die Bienen machen ja für uns die Arbeit und produzieren die gute Luft, die die Menschen dann einatmen können. Jetzt ist uns natürlich das Wohl der Bienen am wichtigsten. Das Gebäude ist schwingungsfrei gebaut, ist aus Zirbenholz. Auch hinten der Stromkreislauf ist separat geschalten. Also wenn ich mit der Therapie fertig bin, wird der Strom abgeschalten, dass die Bienen in Ruhe sind und nicht vom Strom gestört werden. Und ich sag, und die medizinische Abzugshaube ist von einem Imker entwickelt worden und hat natürlich den Vorteil, dass vom ganzen Bienenstock die Luft leicht angehoben wird. Also es entsteht keine Verwirbelung im Bienenstock, die Bienen werden nicht gestört. Und das Gerät ist nahezu geräuschlos. Also für die Bienen spielt das jetzt dann keine Rolle. Es ist im Sommer, nehmen wir auch ihnen etwas von der Arbeit ab, weil im Bienenstock drinnen hat es ja konstant 35 Grad. Und ich sage, und durch das, dass eben die frische Luft reinkommt und die Luft oben abgesaugt wird, haben die Bienen dann nicht so viel Arbeit, dass sie die Luft dann im Bienenstock nicht kühlen müssen zusätzlich. Und Bienenstock-Lufttherapie. Man kann sich vielleicht ein bisschen was vorstellen darunter, aber könntest du mal genau darauf eingehen, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also wie das Gerät medizinisch zugelassen worden ist, sind natürlich viele Studien über die Bienenstockluft gemacht worden. Also im Bienenstock drinnen, die Luft ist frei von Bakterien, Viren und Pilzen. Also ich sage, sie ist also rein von allen Bakterien. Dann es sind 56 verschiedene Inhaltsstoffe im Bienenstock drinnen. Also es ist nicht nur das Bienenwachs, das Propolis, was eigentlich viele Leute schon kennen, das körpereigene Antibiotika der Biene. Dann Wachs, Propolis, Honig, Blütenpollen und die Bienen fliegen auf Lavoride ein und durch diese warm, feuchte Luft im Bienenstock entstehen ätherische Öle und dieses Ganze in Verbindung macht einfach die gute Wirkung auf den Körper. Man muss sich vorstellen, im Bienenstock sind zwischen 50.000 und 60.000 Bienen und wenn eine Biene darin erkranken würde, die leben ja eng aufeinander, würde ja im ganzen Bienenstock drinnen eine Krankheit ausbrechen. Und ich sage, und deswegen hat ja die Biene, stoßt auch das körpereigene Antibiotika nach außen hin ab, dass halt die Luft dann da drinnen so rein und frei ist. Und ich sage, es ist auch Bienengift drinnen. Und ich sage, und das halt alles in Verbindung macht halt auch die Wirkung auf den Körper. Das ist 1920 hat es circa die erste Therapiestation gegeben, ist entwickelt worden von jemandem in Russland. Und ich sage, und der hat halt dann schon rausgefunden, oder, welche positive Wirkung das auf den Körper hat. Also alles, was die oberen und unteren Atemwege anbelangt und alles, halt, was mit Entzündungen zu tun hat oder auch chronische Erkrankungen wie COPD oder Asthma oder chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Also es wirkt für das alles. Und die meisten Erfolge haben wir natürlich bei Allergien. Weil ich sage, weil grundsätzlich ist es so, wenn jemand zu mir kommt mit einer Allergie, nach 70% von den Leuten ist nach 6 Therapiesitzungen frei von der Allergie und braucht dann in diesem Jahr keine Medikamente mehr einnehmen und 30% kommen halt dann noch zweimal zum Auffrischen. Und die sind alle total glücklich, weil sie heute halt noch wieder frei atmen können, keine geschwollenen Augen haben, keine rinnende Nase und nicht immer schauen müssen, dass sie das Medikament mit haben, wenn irgendwo ein Bauer mäht oder irgendwo wieder der Blütenstaub herumfliegt. Oder jemand, der COPD hat, tut sich halt natürlich schwer mit der Luft, mit dem Ausatmen. Die Lunge ist verschleimt und durch diese Therapieform ist einfach so, der braucht dann auch keinen künstlichen Schleimlöser mehr, weil sich halt dann durch die warm, feuchte Luft einfach das dann löst und der den Schleim von selber dann abhusten kann, ohne irgendein künstliches Medikament dazu nehmen zu müssen. Und ich sage, dem geht es halt dann wesentlich besser, weil er halt dann eine bessere Lebensqualität hat, weil halt die Atmung dann leichter funktioniert. Also heilen können wir es nicht, aber für denjenigen haben wir eine Erleichterung geschaffen. Hast du da auch vielleicht ein paar Beispiele, also
vielleicht Kunden, die hier sitzen und die Probleme gehabt haben und genau, die Heilung habt ihr? Ja, genau. Also natürlich Allergiker durch die Bank. Jeder ist dann rausgegangen und war eigentlich frei von seinen Allergien. Ich habe eine Dame da gehabt voriges Jahr mit COPD Stufe 3. Die ist im Frühjahr 6-mal gekommen, war dann im Sommer auf Reha und hat dann erzählt, dass ihr bei der Reha schon wesentlich besser gegangen ist und dass auch die Ärzte dort aufgefallen ist, dass ihr die Lunge ein bisschen besser ist als wie die Jahre davor. Und die ist dann im Herbst noch einmal gekommen zur Auffrischung und sie hat dann gesagt, in ihrem Bekanntenkreis wird sie belächelt, wenn sie erzählt, dass sie Bienenstockluft atmet, weil das muss man dann ja auch glauben, dass das hilft. Und sie war aber dann, also nach der Therapie im Herbst, war sie dann beim Lungenfacharzt und hat mich dann ganz freudig angerufen und hat mir verkündet, dass sie vorher ein Lungenvolumen zusammengebracht hat von 50-54% und jetzt hat sie 68%. Oder ein Herr, der eigentlich gekommen ist, weil er einen starken Husten hat, also es hilft auch sehr gut bei Husten, da hat die Frau hat mich angerufen und hat gesagt, sie kann in der Nacht nicht schlafen, der Mann hustet und er kann natürlich auch nicht schlafen. Aus dem Grund hat sie ihn halt angemeldet, er ist dann gekommen. Ich bin dann erst im Laufe der Therapie dann draufgekommen, dass der Herr auch ein Lungenfibrom hat. Es ist auch unaufhaltsam und er muss auch alle 2 Monate zur Kontrolle nach Graz. Also der Husten war nach der 4. Therapiesitzung so gut wie weg. Die Frau hat gesagt, sie hat in der Nacht dann schauen müssen, ob ihr Mann noch lebt, jetzt übertrieben gesagt, weil sie nicht gehört hat, weil sie ja gewohnt war, dass er ständig hustet. Also der Husten war weg. Die waren dann in Graz dann zur Kontrolle nach den Therapien wieder, weil er muss ja durch sein Lungenfibrom alle 2 Monate nach Graz zur Kontrolle. Und er hat dann mir erzählt, dass er hat ja dort einen Lungenfunktionstest muss er immer machen und noch irgendeinen Test. Und hat er gesagt, und er hat dann den Test 3-mal hintereinander machen müssen. Er hat sich noch gewundert, was passiert jetzt. Ja. Und die Schwester hat dann jedes Mal gesagt, ja, wir müssen noch einmal machen. Dann kommt der Arzt und fragt ihn, was er gemacht hat. Ob er gerade Cortison gepumpert genommen hat oder was er jetzt verändert hat. Und da hat er gesagt, er hat gar nichts verändert, aber er geht jetzt Bienenstockluft-Therapie. Das sind halt so ein paar kleine Einblicke oder ein 7-jähriges Mädchen, wo man die Mama erzählt hat, dass sie in der Hofpause nicht einmal rausgehen kann, weil sie so starke Allergien hat. Und jetzt, nach der Therapie ist alles weg. Der Papa, die haben zu Hause einen Bauernhof und der Papa hat dann den Herdetest gemacht, hat die Tochter mitgenommen. Wir sind mit dem Traktor gefahren, er hat alle Fenster offen gelassen und er hat dann gemäht und sie hat gesagt, es ist nichts passiert. Ihre Tochter kann sich jetzt wieder frei bewegen. Und ich gesagt, da ist die Mama glücklich, die Tochter glücklich und ich natürlich auch. Auf jeden Fall. Das heißt, wenn man Beschwerden hat, kommt man zu dir, setzt sich hier hin und atmet diese Luft der Bienen. Genau. Wie gesagt, das Gerät, die medizinische Abzugshaube wird abgehoben, die Stöcke sind handgefertigt, sind genau auf das Gerät abgestimmt, es wird draufgesetzt, man bekommt sein Maskenset, es wird der Schlauch angeschlossen, man sitzt dann eine Viertelstunde auf dem ersten Bienenstock und eine Viertelstunde auf dem zweiten. Also ich habe 4 Therapieplätze mit 8 Bienenstöcken und ich sage, die Therapie dauert eine halbe Stunde und ich sage, ich weiß jetzt aus Erfahrung, dass an jeder, also nach 10 Minuten bei der ersten Therapie frage ich, ob man eine Pause machen möchte oder weiteratmen. Und es ist bis jetzt noch nie vorgekommen, dass jemand gesagt hat, ich möchte eine Pause machen, weil man merkt einfach, wenn die Leute hier sitzen, sie entspannen, sie merken, dass es im Körper gut tut und ein Wohlbefinden im Körper sich ausbreitet. Du nennst ja deine Einrichtung liebevoll Ingrids Bienenstocktherapie. Liebe Ingrid, erzähl uns mal ganz kurz, wie bist du eigentlich darauf gekommen, so etwas Besonderes hier herzustellen? Ja, ich sage, es war ein Zufall und ich sage, ich glaube eigentlich nicht an Schicksal, aber irgend so etwas gibt es wahrscheinlich. Vor 2,5 Jahren ist mein Papa leider verstorben. Der war Berufsimker, also ich hatte als Kind immer mit den Bienen zu tun. Ich habe halt ein paar so Handlangerarbeiten für den Papa immer gemacht. Ich bin mitgefahren zu den Bienen, zum Bienenfüttern, zum Honig rausnehmen. Ich habe Honig abgefüllt, habe mein Taschengeld damit aufgebessert. Und wie gesagt, wenn mein Papa verstorben ist, hat mein Mann, den Christoph Haslauer, der die erste Therapiestation in Steyr eröffnet hat, kennengelernt und hat ihm halt erzählt, dass er auf der Suche ist nach Partner, weil er halt weiß, dass das den Menschen gut tut und dass halt das in ganz Österreich verbreitet werden sollte und bekannt gemacht werden sollte.
bin dann mit meinem Mann rausgefahren. Wir haben uns das draußen angeschaut. Er hat dann Therapien gleich am Laufen gehabt. Dann habe ich gesagt, passt, ich bleibe gleich dort, mache eine Einschulung, schaue mir das an, weil mir war es natürlich wichtig, dass ich nicht jetzt irgendetwas mache, wo ich nicht weiß, von was ich spreche, sondern ich habe dann dort dann mit der Einschulung natürlich alle, die gekommen sind zur Therapie, ich persönlich auch befragt. Wie geht es Ihnen mit der Therapie? Aus welchem Grund sind Sie hier? Wie oft waren Sie hier? Weil ich ja wissen wollte, ob das jetzt wirklich so ist. Weil viele sagen ja natürlich auch, bis Sie Bienenstockluft atmen, das kann ja die Wirkung nicht haben. Aber ich habe dann draußen, jeden, den ich gefragt habe, hat gesagt, dass er einen Erfolg hat. Und ich gesagt, und das war dann eigentlich meine Motivation dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt, weil ich sage, aller Anfang ist hart natürlich, weil ich sage, der Bekanntheitsgrad ist noch sehr gering. Ja, und ich sage, und deshalb freue ich mich auch, dass ihr jetzt hier bei mir zu Besuch seid und die Leute einfach einmal das erfahren, um was es hier geht. Ich bin auch jederzeit bereit, mich kann jeder anrufen, mich kann jeder fragen und ich bin immer bereit, dass wenn jemand sich das anschauen möchte, dass er jederzeit kommen kann, sich das anschauen, ich erkläre alles und ich sage, und dann kann sich ein jeder sein eigenes Bild von der Therapiestation und von der Form der Therapie machen. Also für das, dass es euch noch nicht so lange gibt, bist ja trotzdem schon voll im Einsatz, wie du erzählt hast, ja, und bist also ebenso ein gleich fleißiges Bienchen wie deine Bienen. Ja, ich sage eigentlich, die Hauptarbeit machen ja die Bienen, gell? Ich bin ja nur da, um die Leute zu betreuen und ich sage, ich habe es mir vorher nicht so vorgestellt, aber ich sage, mir macht es so großen Spaß, weil für mich war voriges Jahr, ich habe die Therapiestation den dritten Tag offen gehabt, habe vorne die Leute sitzen gehabt, habe mich da hin und her gesetzt und habe das Gefühl gehabt, wie wenn ich das schon mein ganzes Leben machen würde. Also ich sage, ich fühle mich hier wohl und ich merke auch, die Leute, die herkommen, die fühlen sich mit der Therapie wohl, mit dem Standort hier wohl und ich sage, ich glaube, die Atmosphäre der Bienen, vom Zirbenholz, ich sage, alles zusammen in Verbindung und die wohltuende Wirkung auf den Körper, die macht die Therapiestation aus. Es ist schön zu sehen, dass es dir so gefällt, dass du so für deine Sache brennst. Weiterhin wünsche ich dir ganz viel Erfolg und nochmal danke für deine Zeit heute. Vielen Dank jetzt fürs Kommen und für die Unterstützung. Sehr gerne. Also, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, sollten Sie in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis oder sogar selbst von irgendwelchen Atembeschwerden oder Ähnlichem betroffen sein, dann schauen Sie sich im Internet mal durch, lesen Sie sich durch bei Bienenstock-Lufttherapie. Vielleicht könnte das ja auch für Sie passen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Der Leobner Kulturherbst wird sich auch diesmal mit einem bunten Programm präsentieren. Was es heuer alles zu sehen und bestaunen gibt, haben wir im nächsten Bericht für Sie erfragt. Mit Klaviermusik, Gesang und schauspielerischen Einlagen wurde die Pressekonferenz zum Leobner Kulturherbst eingeleitet. Unter dem Motto Lust auf Leobenskultur wurde das neue Kulturprogramm im Stadttheater präsentiert. Eines steht fest, auch heuer wird der Kulturherbst in Leoben wieder ein ganz besonderes Ereignis für Menschen allen Alters. Ich glaube, dass die Kultur in Leoben schon herausragt. Es ist gar nicht so einfach, außerhalb einer Landeshauptstadt ein derartiges Kulturprogramm anzubieten. Wir haben da schon Übung und große Tradition. Es ist immer so, dass wir versuchen, bekannte Persönlichkeiten von außerhalb nach Leoben zu bringen. Zwar Geri Seidel, da jetzt kommt Ewald Bixner, Birgit Minichmeier und andere. Und wir haben natürlich besondere Obhut auf die
örtlichen Protagonisten, sind auch sehr stolz, wenn jemand aus der Stadt Leoben dann überregional in Graz oder in Wien oder in Deutschland oder sonst irgendwo Karriere macht. Ein breites Angebot an verschiedensten Kulturveranstaltungen wird in Leoben wieder für Unterhaltung auf hohem Niveau sorgen. Darunter das Herbert-Bixner-Projekt oder auch die Robert-Stolz-Revue, um nur ein paar weitere besondere Veranstaltungen zu nennen. Locations werden wieder das Kulturquartier, Live-Kongress und auch Stadttheater sein. Das sind sehr große Freudensgefühle, weil so etwas in dieser Form hat es schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gegeben, wo das Leben von Robert Stolz im Mittelpunkt steht und es wahrheitsgetreu erzählt wird und durch seine Musik bereichert, Musik, die die ganze Welt begeistert hat und heute noch in den Herzen der Menschen weiterlebt und ihren Platz gefunden hat und dass sich Leoben jetzt so da wirklich hervortut, eine Pionierarbeit leistet, da muss man sagen, Dank und größte Bewunderung schon im Vorhinein. Da kann der Herbst getrost kommen bei so viel Abwechslung. Weitere Infos zum Kartenverkauf gibt es auf der Homepage der Stadt Leoben. Die Stars of Styria glänzten wieder einmal auf der Bühne. Ort der Auszeichnungen war diesmal wieder die WKO Murtal in Judenburg. Viele strahlende Gesichter sah man bei den Stars of Styria 2024. In der WKO Murtal in Judenburg wurden die Stars an Top-Fachkräfte, ihre Ausbildungsbetriebe als auch an die Absolventinnen der Meister- bzw. Befähigungsprüfung verliehen und das in einem festlichen Rahmen, der einem Star würdig war. Man muss eine ausgezeichnete Leistung einmal erbringen, das tun ja grundsätzlich alle Lehrlinge, allein dadurch, dass sie sich überhaupt diese Lehre, dass sie sich für eine Lehre interessieren und diese auch absolvieren. Aber heute haben wir 30 Lehrlinge, die ausgezeichnet werden. Wir haben 5 Meisterbefähigungsprüfungen und 19 Betriebe, die ausgebildet haben. Also alle haben eine Top-Leistung erbracht. Gut ausgebildete Fachkräfte spielen besonders in Zukunft eine große Rolle. Gerade deswegen ist es wichtig, sie zu fördern und motivieren, damit sie voller Energie und Tatendrang ihre Ausbildung absolvieren können und ihren Platz in der Wirtschaft einnehmen können. Die Lehrlinge sind unsere Zukunft, deshalb das Allerwichtigste in der Region. Und ich bin jedes Mal stolz, wenn ich bei einer Stars of Styria Veranstaltung sein darf, weil Lehrlinge und Meister, die brauchen wir für unser Unternehmer- und Unternehmerinnentum. Manch eine große Karriere hat schon nach einer abgeschlossenen Lehrausbildung gestartet. Man merkt, mit welcher Freude die Auszeichnungen entgegengenommen werden. Ein wertschätzendes Zeichen für all jene, die Engagement und Durchhaltevermögen gezeigt haben. Ja, ich habe eine Auszeichnung bei der LAB geschafft und meine Ausbildung war sehr cool. Ich habe eine verkürzte Lehrzeit gehabt, weil ich zuerst schon Friseurin gelernt und habe dann gesagt, ja passt, jetzt gehe ich einen dänischen Beruf ein, weil ich habe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Friseurin bleiben können. Und dann haben wir gedacht, ja passt, dann gehe ich was Dänisches sein. Und das war dann so quasi das, was mich voll überzeugt hat. Einen kleinen Tipp. Nach der Verleihung der Urkunde und Star hatten die Stars noch wichtige Fotoshootings. Davon war die Aufnahme mit einer 360-Grad-Kamera ein besonderes Highlight, welches allen Beteiligten besondere Freude zu bereiten schien. Ja, die EM ist im vollen Gange, deshalb waren wir wieder auf den Straßen unterwegs und haben die Stimmung vor dem Österreich-Holland-Spiel für Sie in unserem Spontan der Woche eingefangen. Spontan! 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 Spontan natürlich! Bist du Fußballfan? Nicht unbedingt, aber mein Bruder dafür. Verfolgt sie die EM im Moment? Ja, teilweise. Also wenn Österreich-Match sind oder zum Beispiel Deutschland spielt, dann schauen wir es schon ganz gern. Und wer ist euer persönlicher Favorit? Ja, wir stehen natürlich zu Österreich und freuen uns, wenn sie weiterkommen und hoffen auf ein kleines Fußballwunder, dass sie vielleicht gewinnen. Verfolgen Sie Fußball, also die EM im Moment? Ja, schaue ich gerne ein wenig, aber ich verstehe nicht zu viel von den Regeln, aber ist in Ordnung. Und wer ist Ihr persönlicher Favorit? Oh, Österreich und so. Wen haben wir denn, Baumgartner? Schaut ihr Fußball, die EM zumindest? Im selbstverständlich, wenn Österreich dabei ist. Das machen wir gerne und das mache ich ja gerne und bin ein Österreich-Fan. Also, der Favorit ist Österreich? Ja, Österreich gehört zu den Favoriten. Aber? Aber es gibt natürlich im Wettbewerb, wird ihm entschieden, wer ist besser. Verfolgen Sie die EM im Moment? Ja, fortlaufend immer, ja. Und wer ist der Favorit? Ja, Deutschland natürlich, keine Frage. Sind Sie Fußballfan? Nein. Sind Sie Fußballfan? Yes. Yes.
Zu wen halten Sie, wenn ja? Austria. Bist du Fußballfan? Ja. Zu wen haltest du bei der EM? Österreich natürlich. Sind Sie Fußballfan? Ja oder nein? Ja, etwas, ja. Verfolgen Sie die EM im Moment? Teilweise. Matches, die mich interessieren, also zumindest Österreich, so wie heute zum Beispiel, ist eine Pflicht, ist da doch ein Pflichttermin. Und ja, ein bisschen. Also nicht jedes Match, aber so hin und wieder, was mich interessiert, schauen. Und wer ist Ihr persönlicher Favorit? Ja, Österreich wahrscheinlich, wenn sie weiterkommen hätten dann, ja. Favorit für die Europameisterschaft. Also das könnte ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Spontan natürlich. Mit dem passenden Titel Den Grazern der Grazer begrüßt diesmal Gregor Witthalm, Gerhard Goldbrich und Tobit Schweighofer im Stadtgespräch. Den Grazern der Grazer. Meine Damen und Herren, heute beschäftigen wir uns ja über ein Must-Have, wollen wir reden, sozusagen in der steirischen, in der Grazer Medienlandschaft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem Stadtgespräch. Noch einmal bei Vandenberg dürfen wir zu Gast sein. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Grazer. Das ist eine Zeitung, die zum Sonntag in Graz dazugehört. Darüber hinaus, wir haben ganz bewusst jetzt mal ein Tablet gewählt, weil auch der Grazer mit der Zeit geht. Darüber wollen wir reden. Aber, und das ist das Schöne, der Grazer ist auch einfach so ein traditionelles Printprodukt, eine Zeitung zum Angreifen mit den entsprechenden Themen, die den Grazer und die Grazerin interessieren. Reden wir drüber, meine Damen und Herren. Fein, dass Sie da sind. Fein, die Herren hinter dem Grazer. Das ist der Gerhard Goldbrich, Geschäftsführer des Grazers, und der Tobit Schweighofer, der Chefredakteur des Grazers ist. Ja, meine Herren, was soll ich sagen? Ich habe gesagt, ein Fixpunkt in der Medienlandschaft, den Grazer, lieber Gerhard, gibt es seit wann? Ja, wir haben vor kurzem erst 35 plus 2 gefeiert, durch Corona bedingt, aber nächstes Jahr gehen wir ins 40. Jahr. Ja. Also nicht wir beide sind 40, das ist schon, sind schon frisch im Saft. Ja, aber der Grazer feiert nächstes Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum, also als Printprodukt, als Wochenzeitung. Und das ist auch das Stichwort, das Bekenntnis zum Print. Heutzutage muss man auch darüber reden, und wir werden auch darüber reden, dass es natürlich über Printprodukt natürlich auch das Online-Produkt gibt, aber zunächst zum Printprodukt, lieber Gerd. Ist das ein klares Statement, das ihr auch habt, dass es den Grazer zum Blättern am Sonntag oder die ganze Woche über auch weitergeben muss? Ja, ich sage immer so, der Grazer ist nicht nur zum Blättern, ob ich am Tablet wisch oder in der Zeitung lese, aber ich verwehre mich immer ein bisschen dagegen, gegen dieses Match-Print, gegen digital und Bewegtbild und wie auch immer. Ich glaube, das einzige Interessante ist, und das ist unser Anspruch, das ist auch der USB, ist der Content, den wir liefern. Und dann ist es natürlich die Challenge, und das machen wir, muss ich sagen, vor allem eine großartige Redaktion, hervorragend und erfolgreich, dass ich da auch den richtigen Content dann auf dem richtigen Kanal ausspiele. Also klares Bekenntnis zu allen Medien, die in der heutigen Zeit zeitgemäß sind, und da gehört Print zu 100% dazu, weil wer beliefert sonst 175.000 Haushalte jeden Sonntag? Eben. Also da unterhalten wir, machen wir Entertainment, liefern wir Service und auch sehr viele exklusive Hintergrundstories. Also der Content bestimmt den Kanal und dadurch auch also dann das Papier oder das Internet. Leo Tobi, der Gerhard hat schon angesprochen, die Themen sind es, die es ausmachen. Na klar. Mhm. Wie legt man als Chefredakteur, du und deine Mannschaft und auch der Gerhard in der obersten Verantwortung, so ein Produkt aus? Grazer Themen, wir haben gerade gesagt, da geht es um Kids und Jugendliche, um Strafanzeigen. Ich lese bei euch natürlich auch die Must-Haves. Gratulation, lieber Gerhard Goldbrich, zum Meistertitel von Sturm Graz. Wer den Gerhard kennt, nichts mehr dafür. Wer den Gerhard kennt, ein Mann mit Sturmvergangenheit. Aber das sind auch Themen, die ich in Grazer lese, und darüber hinaus die Stadiondiskussion. Auch das ist ein Thema. Wie legt ihr es an, wo du sagst, das ist meine Handschrift, das und das und das sind meine Must-Haves, so muss der Grazer aufgestellt sein, thematisch? Mhm. Naja, ich denke, im Lokaljournalismus ist man ja, hat man ein Alleinstellungsmerkmal, man ist ein rechter Generalist eigentlich und versucht, das Leben in der Stadt tatsächlich abzubilden, von der Politik über die Wirtschaft, über die Szene bis hin zum privaten Grazer im kleinen Rahmen, der vielleicht sein Hobby präsentiert. Im Idealfall sagen wir immer, dass sich jeder Grazer zumindest einmal im Jahr wiederfinden soll. Ja. In der Zeitung, und gerade zu diesem Lokaljournalismus bekennen wir uns halt von der ersten bis zur letzten Seite.
und versuchen wirklich auch nichts auszulassen. Es ist wirklich auch teilweise gestalterisch, auch mitzuleben, die Stadt, und mit zum Miterleben zu bringen. Das heißt, wenn man den Grazer liest, soll man sich in dieser Stadt selber wiederfinden und auch die Stadt wiedererkennen, in der man lebt. Und zwar quer durch die Ressorts, zwei Sachen. Also es geht da nicht nur, das liest natürlich gerne Klatsch und Ratsch, wer war wo. Ja, naja, das gehört auch dazu, aber eben nicht nur, sondern von der Politik bis zur Wirtschaft und Chronikthemen. Und da stelle ich mir vor, diesen Feinmix zu einer wöchentlich erscheinenden Zeitung, im Unterschied zu einer Tageszeitung, geht es ja oft darum, auch Themen, die ich jetzt schon vor drei Tagen woanders gelesen habe, auch ein bisschen anders anzugreifen. Wie macht ihr das? Naja, das ist die Kunst. Das funktioniert leider nicht nach Schema F, sondern das muss man jedes Mal neu ausdenken. Ja. Aber wir sind da, wie soll ich sagen, in den Redaktionskonferenzen haben wir sehr gute Gesprächskultur und auch Diskussionskultur. Es sind sehr viele kreative Leute dabei, wo wir schauen, dass man nicht nur, dass man die Geschichte oft auch weiterdreht, andere Seiten beleuchtet, mehr ins Detail geht. Und von der reinen Information weg vielleicht die Geschichten auch noch runterbrechen und greifbarer zu machen, also für den Leser noch einmal. Wobei ich vielleicht direkt an Tobi jetzt ergänzen muss, ich hoffe, du stellst auch den Tageszeitungen dann die Frage, wie sie damit umgehen, weil sie sehr oft am Sonntag im Grazer Exklusivstore sehen, auch auf der Titelseite, wie sie damit umgehen, wenn sie es dann nachschreiben. Du wirst es nicht glauben. Auch das ist eine interessante Frage. Ihr werdet es nicht glauben, es wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, eben der Reiz des Exklusiven. Das sind ja Marker, Duftmarken, die ja den Reiz ausmachen. Jeder, der Medien macht, ist scharf auf sowas, dass es seine Geschichte ist und dass die anderen dann abschreiben dürfen oder nachfragen, wo ist das her? Wie geht es dir damit um? Gibt Graz das her? Absolut, absolut. Ja. Ja, das ist auch unser Anspruch, und Exklusivgeschichten zu machen. Sag mir ein, zwei Beispiele, die dir jetzt spontan einfallen. Wo man sagt, das Comeback, das Mario Eustache im Gewand zum Beispiel, noch gar nicht so lange her. Das ist dann so, dass wir eine nationale Relevanz gehabt haben, weil das ist dann bis über die Grenzen sogar hinausgegangen. Ne? Und das macht schon froh, oder? Natürlich. Also das macht den Journalismus aus. Das macht den Journalismus aus, wobei ich sage, man muss in der heutigen Zeit schon aufpassen, weil wir haben alle eine große Verantwortung, die der eine mehr oder weniger wahrnimmt in diesem Bereich. Und ich glaube, es ist schon gut, exklusiv gewisse Dinge aufzudecken, aber ich sage, mit einem leichten Seitenhieb verhandelt, sollen dann die Sachen vor Gericht werden und nicht täglich in einer Zeitung wieder aufgewärmt. Das ist schon ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht nochmal mit euch vertiefen möchte. Man hat dann, auch da ist ja eine Philosophie dahinter. Den Hurra-Krawall-Journalismus, das ist nicht das eure, das erkennt man auch im Grazer, und ich werde sagen, Gott sei Dank, sondern der Gerhard sagt auch, und wenn ich dich richtig interpretiere, eine gewisse Verantwortung, die Dinge auch sensibel anzugreifen mit den Wenn und den Abers und vor allem fair zu bleiben. Habe ich die da richtig verstanden? Auf jeden Fall. Fair bleiben ist ein ganz wesentlicher Faktor, aber es ist natürlich, denkt man da im ersten Schritt jetzt an gewisse Lena Schillings und was immer, was so passiert ist in der letzten Zeit, was aus meiner Sicht schon zu viel ist, was da über Medien passiert. Aber man hat auch eine Verantwortung in einem Bereich der Jugendkriminalität, weil du das vorher schon angesprochen hast, zum Beispiel, man darf keine Panik machen, man darf die Leute verunsichern. Wir haben auch bis hin zu einem eigenen Schülergrazer, wir sind die Einzigen, die in die Schulen dürfen, also in die Mittelschulen dürfen, dass man eher im Präventivbereich arbeitet und nicht Panik verbreitet. Mhm. Weil wenn ich jeden Tag nur mehr liest, da ist irgendwer angestochen, erstochen worden, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert, dann gibt es eine Unsicherheit, und diese Verantwortung haben wir Medien auch nicht, dass wir zwar sagen, Fakten werden berichtet, aber Panikmache ist verboten, und das wünsche ich mir, dass das überall passiert. Also genau so ist das. Alles, was so am Handy und am Tablet aufpoppt von anderen Medien, wo so alles passiert an Grauslichkeiten in dieser Welt, da haben wir alle genug. Tobit, so wie es der Gerhard auch sagt, seht ihr das euch auch ganz bewusst als Partner, nicht nur zum Leser, und vor allem zum Leser, dass der Grazer so ein Produkt ist, das wo man gerne immer wieder mal hingreift? Zum einen und anderen auch zu euren Kunden, das muss man ja auch sagen, nicht? Also ein Medienprodukt hat auch Kunden, muss ja auch von was leben, ja? Diese Partnerschaft zu pflegen und doch mit dem journalistischen Anspruch, das ist oft eine Gratwanderung, oder? Ja, naja, also wir haben schon eine sehr deutliche Trennung auch bei uns, das ist auch sehr wichtig, von dem auch dann letzten Endes, sage ich mal, der Verkauf und die Redaktion profitieren. Insofern sehe ich die Gratwanderung gar nicht so. Wir sehen uns schon eindeutig als Partner, der Leser und aber auch natürlich unser Partner. Ja, klar.
das natürlich schon. Aber wie gesagt, ich glaube, die Trennung ist sehr wichtig und das erhöht einerseits auch die Glaubwürdigkeit natürlich. Na, es ist ein großes Thema. Nicht? Aber ich stelle es mir sensibel vor. Graz ist im Wald ein Dorf. Es ist sehr eng. Und das sage ich mit aller Liebe zu dieser Stadt. Es ist so eng, jeder kennt jeden, das ist einfach so. Mhm. Und da auch Haltung zu bewahren als Medium und dennoch Partner zu sein und den Leser auch bei der Hand und glaubhaft bei der Hand zu nehmen, das ist eine tägliche Herausforderung. Natürlich, aber das schließt sich ja nicht aus. Das ist ja auch umso wichtiger, ist es, eine Haltung zu bewahren und auch eine klare Linie vielleicht auch zu zeigen. Und der direkte Kontakt zur Leserin, zu Leser, das funktioniert? Könnt ihr das pflegen, auch in Zeiten, wo der Anonymität... Ja, das funktioniert eigentlich immer besser. Die Sehnsucht wird eher größer, kommt mir vor. Auch wieder das direkte Gespräch zu suchen. Mhm. Nachdem sich jeder selber vermarkten kann über Social Media, ist das dann doch wieder was Eigenes, wenn man wirklich im persönlichen Gespräch aufeinander trifft. Schon, gell. Und da ist durchaus schon ein großer Wunsch auch da, denke ich. Ja. Ich glaube, es ist auch die Challenge, also ich muss ja sagen, das Team beim Grazer in der Redaktion ist großartig und sind zum Teil langjährige Journalisten mit Tageszeitung, Erfahrung. Da war ja vielleicht. Ne? Also Thema langjährige hört es halt noch nicht so gerne. Ja. Ein erfahrener, routinierter Kollege. Ein unverzichtbarer Kollege ist und ist unser Wohl, aber... Tobi, du weißt selber, bei der Kronenzeitung sehr lang. Ja. Also wir sind ja so unterwegs und das Wesentliche ist eigentlich, man hat eine Blattlinie und wie auch immer, es ist ja nichts Verwerfliches, sich als Partner von Unternehmen oder so zu sehen, wenn man die Objektivität bewahrt. Ich glaube, dass für einen Journalisten in der heutigen Zeit viel mehr Challenge ist, nicht zu reagieren oder in die Knie zu gehen mit dem, was auf den Social-Media-Kanälen dann passiert, wenn dann, es gibt diesen berühmten Shitstorm, es kommt dann irgendwas, es gibt Lobbyisten oder Lobbys, die mobilisieren, die auf ganz, ganz stark polarisieren und dann dich also als Journalist da in die Mangel nehmen oder in die Pflicht nehmen wollen, auf oder versuchen. Pflicht ist oder versuchen, das zu tun. Und ich glaube, dass der Journalismus oder die Arbeit des Journalisten hat sich in den letzten Jahren auch sehr mit den sozialen Medien so sehr gewandelt und hat es aber nicht leichter gemacht, nicht? Weil ich sage nach wie vor, man recherchiert nicht im Internet und man recherchiert auch nicht im Büro oder in der Redaktion seine vier Wände. Und deswegen fällt es uns auch leichter, nicht? Wenn man den Grazer liest, wir sind auf jeder Veranstaltung, wir sind in der Stadt unterwegs, wir sind am Puls, wir sind bei den Menschen. Da kommst du in Gespräche und deshalb auch viele Exklusivgeschichten vielleicht, weil du halt dann viel mehr erfährst im bilateralen Gespräch. Und ich hoffe, in meinem Alter wird es so passieren, dass uns das keiner mehr wegnimmt, weil wenn ich mich nur mehr über soziale Medien unterhalte, dann wird es wahrscheinlich... Und dennoch ist es heute nicht mehr die Selbstverständlichkeit. Also das heißt, euch ist schon wichtig, mit euren Leuten vor Ort zu sein, und zwar analog als Menschen, und sich nicht die Geschichten so zu holen, sondern schickt man zwei Fotos und zwei Sätze zum Inhalt und dann passt das schon für die Zeitung lang gut. Also nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, das heißt auch ein Bekenntnis zur Redaktion. Auch das keine Selbstverständlichkeit mehr. Definitiv. An der KI kommt es nicht vorbei, aber an der Redaktion schon gar nicht. Genau. Und das ist es auch. Und es wird bei uns auch noch jedes Wort selbst geschrieben. Es sind uns einmal Fehler verziehen. Aber wir haben keine generierten Texte oder so. Mhm. Das ist auch wichtig. Lieber Tobit, jetzt von dieser Base ausgehend, auch dein Rahmen, den wir alle kennen, Gerhard hat es gerade beschrieben. Mhm. Ein Produkt muss sich dennoch stabil, aber doch weiterentwickeln. Mhm. Wenn du dir deinen Grazer jetzt so anschaust, euer Baby, das ihr immer noch gerne auch selbst in die Hand nehmt, wo muss man dann so auch für die Zukunft, und die Zukunft wird passieren, sich aufstellen und nachdenken und sagen, okay, wo können wir unseren USP halten und dennoch mit der Zeit gehen? Ja, wir sind ja auch schon dabei, also in den Grazer 24, das tägliche E-Paper, machen wir jetzt auch schon, das ist während Corona entstanden. Und, also aus der Notwendigkeit ein Glücksfall. Ja, genau, absolut ein Glücksfall. Genau. Wir haben ja gerade das ganz bewusst das digitale Produkt jetzt zu Beginn hergezeigt. Richtig, In Wahrheit war das ja eigentlich die Hilfestellung für die Unternehmer. Weil die haben zusperren müssen, der Lieferdienst, wir haben gesagt, nein, wir stecken den Kopf ins Sand und erscheinen vielleicht nicht. Wir setzen mit einer Tageszeitung für die Menschen, denen daheim vielleicht eine Spur langweilig ist, sogar was drauf, machen eine Tageszeitung. Natürlich hat es im Tagesgeschäft nicht viel gegeben, wenn Österreich zugesperrt ist, aber haben natürlich vielen Unternehmen geholfen, ihre Lieferdienste und so weiter herzuzeigen, das zum Teil oder zum Großteil cashless, und haben gesagt, wir krempeln auch die Ärmel auf, weil wir kriegen vom Staat quasi den Teil des Gehaltes refundiert, können wir auch was tun dafür.
Und haben das dann eigentlich, wenn du dich erinnerst, nach dem ersten Lockdown gesagt, okay, cool, jetzt ist wieder alles offen, jetzt ist wieder alles normal, lassen wir es, und haben aber gesehen, dass jetzt was fehlt in Graz und haben sehr viele Anfragen bekommen, wieso macht es denn das nicht mehr? Und sind dann in den Strategieprozess gegangen fürs nächste Jahr und haben gesagt, ja passt, dann setzen wir eine digitale Tageszeitung in Graz auf 24 in den Markt und ja, jetzt haben wir 3 Jahre und glaube ich, funktioniert sehr gut. Und die Idee, also das ist natürlich entsprechend aktualisiert, das ist klar, also da seid ihr immer am Puls des Geschehens, macht auch zusätzliche Arbeit, das ist ganz klar, und ein anderes Denken im Redaktionellen. Nicht? Also wenn ich sage, ich plane so für eine Woche, schön gediegen, meine Geschichte, und da sind die Dinge aber am Puls und in time sozusagen, die dann funktionieren müssen. Und insofern, wenn ich den Gerhard und die Frage an euch beide richtig verstanden habe, geht es da jetzt nicht nur reine Information, sondern das ist auch eine Plattform des Austausches mit euren Lesern und mit der Wirtschaft, oder ganz bewusst. Ja, selbstverständlich, wenn dort dafür aus die sozialen Medien auch noch dazu. Dazu haben wir einen Club in den Markt gesetzt, jetzt den unseren Grazer Club, wo wir interaktiv werden, also mit vielen Dingen. Dann, vielleicht kannst du noch weiter ausführen, auch unsere Gastro-Geschichte jetzt. Also, weil Gastronomie bei uns einfach das Leben, der Lifestyle in Graz ein großes Thema ist, nicht nur Veranstaltungen, sondern auch die Gastronomie. Ja, Zeit damit. Da haben wir jetzt auch, also von dem Gastro-Blog haben wir jetzt auch eine neue Plattform etabliert. Weil Gastronomie ganz einfach ein sehr umfassender, sehr lebendiger Bereich ist. Kommen alle zusammen, ne? Genau. Und das war so der letzte große Wurf, das hat letzte Woche gestartet und hat auch gleich einige 100 zusätzliche Follower generiert. Also das funktioniert schon sehr gut. Super. Überhaupt, neben dem Grazer 24 hat sich eben genau wie du vorher gesagt hast, die Schlagzahlen natürlich mächtig erhöht. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, aber ein viel, viel auch lebendigeres Arbeiten. Ja. Man ist viel mehr dabei. Auch die Webseite wird wirklich, also wird auch dauernd aktualisiert mit Online-Diensten, mit Technik und so weiter. Also, das funktioniert schon. Multimediales Denken, da kommt natürlich der Graz auch nicht vorbei, aber das Schöne ist, dass das so in einem engen Zusammenspiel, nicht so anonym, sondern im engen Zusammenspiel mit euren Leserinnen und Lesern passiert. Und man sieht ja, wenn du sagst, dass das alles gut angenommen wird, dass die Menschen auch ein Bedürfnis dazu haben, wo anzudocken, sich auszutauschen, zu kommunizieren, ja, und zwar von Face to Face. Und da fällt mir zum Schluss natürlich auch etwas noch ein, lieber Gerhard, eine schöne Tradition, die ihr auch pflegt, ist euer Wirtschaftsstammtisch. Erzähl ganz kurz, also auch das ein wesentliches Asset, wo der Tobit seine Geschichten herkriegt, du deine Kunden, aber erzähl selbst. Ja, das ist auch, das machen wir jetzt eigentlich im 8. Jahr. Eben, das gibt es ja schon. Das viermal im Jahr und ich glaube, das war Format, das damals passte. Wir haben uns damals einfach gedacht, dass diese Zeit der Gala-Dinner und was ist, die ist schon lang vorbei. War halt bis hin zum Bürgermeister oder damals der Altbürgermeister, das hat die Ärmel aufkrempeln und von mir aus dem Moretti ein Flaschel Bier trinken. Genau. Aber wichtig ist ja das Netzwerken und deswegen machen wir es und das Miteinander. Und dieser Format, das hervorragend funktioniert, sehr gern angenommen wird von sehr, ja, das sehr vielen ist aus fast untertrieben, nicht? Wenn man das dann nachliest, dann wird das Who is da zugange, ne? Ja, aber das passt dann, es ist zwanglos, du musst nicht irgendwo dort sein, du hörst dann jetzt 17 Stunden Impulsvorträge an und wenn du gehst, dann gehst, also wir sind kein Böse, wenn einer nur einen Sprung vorbeikommt und sagt, ich bin da. Also ein Format, wo einfach die Leute miteinander reden, sagen, gar nicht so viel mit uns. Also wir schaffen ja eine Plattform, wo Leute das ja weniger treffen oder nicht so oft treffen, miteinander reden und das hat schon mit einem gewissen Klientel funktioniert hervorragend. Und das ist für uns auch wichtig, weil unsere Kunden sind unsere Partner und die an uns, aber auch uns an sie zu binden, das ist eine wunderschöne Geschichte in einem super Rahmen. Und man sieht, wie vielfältig und wie viel Schienen man denken muss, wenn man eine Zeitung herausbringt mittlerweile. Da geht es also nicht nur um die Geschichte, da geht es einfach um sensibles Miteinander in der Redaktion und außerhalb mit euren Kunden. Das macht Lust, meine Herren, auf den nächsten Grazer kommenden Sonntag. Ich freue mich schon. Ich werde ihn jetzt vielleicht noch mit einem anderen Esprit lesen und unsere Zuseherinnen und Zuseher sicherlich auch. Toi, toi, toi für die nächsten, wie viel haben wir gesagt jetzt, nächsten 40 Jahre. Wir werden schauen, was die Nachfolger zusammenbringen. Ja. Aber noch seid ihr lange an Bord, meine Herren. Grüße an die Redaktion. Toi, toi, toi für eure Arbeit und danke heute fürs Dasein. Danke für die Einladung. Ihnen, meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns hiermit jetzt wieder von Vandenberg, schauen ein Heiserl weiter an eine bekannte Adresse. Sie wissen sicherlich schon wo. Sie sehen es dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns.
Kurz und knapp verpackte Neuigkeiten aus der Steiermark erwarten Sie jetzt in unseren Kurznews. Das Schloss Fassholzberg war kürzlich Treffpunkt der steirischen Wirtschaft. Mehr als 350 Gäste sind der Einladung von Wirtschaftsbund Obmann Josef Herg und Direktor Jochen Pack zum traditionellen Sommerfest gefolgt, darunter auch zahlreiche Ehrengäste. 106 Stimmenberechtigte aus allen Bereichsfeuerwehrverbänden des Landes und viele geladene Gäste haben sich parallel zum 58. Landesfeuerwehrleistungsbewerb im Forum Karlsdorf zum 140. Landesfeuerwehrtag zusammengefunden. Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang haben den steirischen Florianis für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt. Sie wissen, was jetzt kommt. Time to say goodbye, wieder mal. Die Sendung ist am Ende angelangt und ich muss mich von Ihnen verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal moderieren darf und Sie wieder mit dabei sind.